Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Kescherreisen.com. Heute wollen wir uns mal die Listings auf geocaching.com etwas genauer anschauen und einfach mal alle Elemente durchgehen, die sich in so einem Listing befinden. Das ist nämlich eine ganze Menge und da steckt in meinen Augen mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Zunächst hat man also in so einer Beschreibung, das ist jetzt im Übrigen die Desktop-Variante, sieht aber in der App sehr ähnlich aus, den Namen des Caches. Vor dem Namen ist das Symbol, welches angibt, was es für ein Cache ist, in diesem Fall ein traditioneller Cache. Und ich habe hier oben rechts die GC-Nummer und wenn ich auf diesen Pfeil drücke, sehe ich auch den direkten Link zu dieser Cache-Seite. Weiterhin in der nächsten Zeile sehe ich den Namen desjenigen, der das Ding versteckt hat. Hier auf diesem Button kann ich diesem Owner direkt eine Nachricht schicken. Und hier sehe ich das Versteckdatum. Das ist auch sehr wichtig, besonders für die, die sich mit der Jasmine Challenge beschäftigen. Die Jasmine Challenge oder Legemonatsmatrix besagt, dass man aus jedem Monat seit Beginn des Spiels Geocaching, also seit Mai 2000, einen Cache gefunden haben soll. Gar nicht so einfach, in Deutschland nicht möglich, in den USA schon. Da haben wir auch eine schöne Reise für im Übrigen. Aber das nur nebenbei. Dann hier ein paar Angaben, die vor Ort sehr hilfreich sein können. Die Schwierigkeit. Hier steht auch schon, 1 ist am einfachsten, 5 am schwierigsten. Das heißt, bei einer Schwierigkeit von 3 hat man einen Geocache der mittleren Schwierigkeitsstufe. Ebenso ist das mit dem Gelände. 1 heißt, es ist für Rollstuhlfahrer erreichbar. Und bei einer Schwierigkeit von, also Geländeschwierigkeit von 5, heißt es, dass ich in irgendeiner Form Spezialausrüstung mitbringen muss. Zum Beispiel Kletterzeug, eine Warthose, ein Boot, Taucherausrüstung, was auch immer, das ist meistens anderswo noch definiert. Dann habe ich hier die Größe, auch ein wichtiges Indiz für Suchen. Das beginnt bei Mikro. Mikro sind so Filmdosen groß oder Paddling ein bisschen größer. Ein Small wäre zum Beispiel sowas hier. Darüber hinaus kommt man dann zum Regular. Das ist, ich sag mal, eine Dose dieser Größe. Darüber gibt es dann den Large, der hat ist definiert durch ein Volumen von mindestens 20 Litern. Und dann gibt es noch die Cache-Größe Other. Das kann zum Beispiel sein Magnetfolie oder sowas. So, das sind statische Größen, die einem wirklich vor Ort helfen können, zu gucken, wo man suchen muss, wie man suchen muss, wonach man Ausschau hält. Dann habe ich hier einen Faktor, die Favoritenpunkte. Das ist eine variable Größe. Favoritenpunkte sind, ja, ich sag mal, positive Bewertungen, die Geocacher hier hinterlassen können, wenn Ihnen der Cache gut gefallen hat. Ich kann mir dann als Premium-Mitglied auch noch die Favoritenpunktquote anzeigen lassen und die Favorierung, aber also ich kann ja sehen, wer den Cache als Favorit gekennzeichnet hat. Jetzt gehe ich aber erstmal zurück in die Seite, wo wir eigentlich hin wollten. Das ist relevant. In diesem Fall, also man kann bei jeder Cache-Beschreibung auch eine zugehörige Website aufrufen. In dem Fall ist das auch wichtig, weil für diesen Cache brauche ich vor Ort eine Audiodatei. Und die ist hier hinter diesem... So, jetzt bitte alles einsteigen. Ja, die letzten auch noch. Dazu. Also über diesen Link, über die zugehörige Website, kriege ich manchmal Informationen, die ich zum Lösen des Caches auch noch brauche. Oder Informationen zur Umgebung. Dann hier eine sehr wichtige Größe, die Koordinaten. Die kann ich direkt ins GPS-Gerät eingeben. Das sind letztendlich die Zahlen, die mir sagen, wo der Cache zu finden ist. Ich kann das editieren. Bei einem Mystery Cache kann es auch sehr wichtig sein, wenn ich erst herausfinden muss, wo der Cache ist. Dann kann ich das hier direkt reinschreiben und dann wird es auch entsprechend auf der Karte geändert. Das ist eine ganz praktische Funktion. Ich kann mir das außerdem auch in anderen Koordinatenformaten anzeigen lassen, zum Beispiel im OTM-Format. Weiterhin wird hier gesagt, wo der Cache grob positioniert ist, in diesem Fall in Niedersachsen. Das bezieht sich aber nur auf den Startpunkt oder auf den Standpunkt des Icons. Es kann ja sein, dass ein Geocache zum Beispiel in Dänemark gelistet ist, Multi, das Finale aber in Deutschland ist. Hier würde quasi nur stehen, wo das Icon zu finden ist. Dann habe ich hier Möglichkeiten, mir das Ganze ausdrucken zu lassen, als Printversion anzeigen zu lassen, ohne Log-Einträge mit 15 und so weiter, Log-Einträgen. Ich kann mir Fahranweisungen von meinen Heimatkoordinaten direkt anzeigen lassen. Das ist eine Funktion, die benutze ich nicht mehr so richtig
häufig. Und dann kann ich mir das natürlich hier auch in verschiedenen Formaten downloaden. Mittels USB-Kabel auf ein GPS-Gerät übertragen, falls ich das noch nutze. Oder eine GPX-Datei erstellen lassen, die ich dann auf meinem PC oder meinem Laptop oder wo auch immer habe. Das ist ein sehr interessantes Feld, denn hier kann ich Notizen machen. Das sieht im Übrigen kein anderer. Hier kann ich mir beispielsweise Notizen machen bei einem Mystery zum Lösungsweg, zu den Informationen, die ich schon rausgefunden habe, oder auch zu, ich kann hier eigentlich reinschreiben, was ich will. Das ist einfach eine wirklich praktische Funktion. Früher habe ich das extern in einem Word-Dokument gemacht. Finde ich ganz gut. Sieht kein anderer. Würde dann aber, wenn du es auf dein Gerät überträgst, auch mitzufinden sein in der App, in der Cache-Beschreibung. Sehr hilfreich. So, dann habe ich hier einen Beschreibungstext. Der kann kurz oder lang sein. Ich persönlich finde der kurze Text immer sehr gut. Aber hier sollte das Wichtigste drinstehen. Ist auch sinnvoll, das alles nochmal vorher zu lesen, weil manchmal steht hier drin, dass man ein spezielles Hilfsmittel braucht, wie in dem Fall ein Cache, ich brauche einen QR-Code. Also ich muss einen QR-Code lesen vor Ort. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall ein Smartphone mitbringen. Gut, dass ich das vorher weiß. Ich meine, ich habe es eh dabei, aber das ist schon sinnvoll, das entsprechend hier reinzuschreiben als Owner. Dann sehe ich hier die Log-Einträge, kann sehen, wie oft der gefunden wurde, wie oft der nicht gefunden wurde, ob gerade vielleicht Wartung nötig ist und so weiter. Ich habe hier eine Kartenansicht, da sehe ich schon mal grob, wo der Geocache ist. Gibt es auch noch mehrere Karten, auf denen ich mir das anschauen kann. So, was ich auch ziemlich spannend finde, ist das Inventar. Wenn ich auf der Jagd bin nach Trackables oder Geocoins, dann kann ich mir im Vorfeld anschauen, ob sich in diesem Cache welche befinden, ob da welche eingeloggt sind. In dem Fall ist das nicht so. Und hier haben wir noch einen wichtigen Punkt, die Attribute. Es gibt ziemlich genau 66 verschiedene Attribute, die den Cache grafisch nochmal mehr beschreiben. Also hier habe ich zum Beispiel ein Attribut für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich, um eine Stufe zu überwinden bei diesem Cache. Ich kann ihn aber 24/7 finden, rund um die Uhr. Ich muss vor Ort noch Rätsel lösen. Und ich muss mich darauf einstellen, dass ich da beobachtet werde, weil das in einem Wohngebiet ist. Und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten als Owner, einfach Cache-Eigenschaften noch grafisch darzustellen. Das ist eine tolle Sache, hilft auch für mich als Sucher, um Caches zu filtern. Wenn ich mit meinen Kindern Geocachen sehe, dann suche ich üblicherweise Geocaches, die das für Kinder geeignet Attribut haben. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Das ist eine tolle Sache. Hier oben kann ich das Listing ignorieren, wenn es ein Cache ist, den ich eh nicht machen werde, weil er zum Beispiel auf dem Baum ist und ich generell nicht auf Bäume klettere. Ich kann ihn zu einer Lesezeichenliste, zu einer Bookmarkliste hinzufügen, wenn ich den Cache zum Beispiel mit meiner Dienstagsrunde machen will. Ich kann das Listing beobachten, wenn mich das so interessiert, was andere dazu schreiben, dann kann ich den auf meine Watchlist setzen und dann kriege ich immer eine E-Mail, wenn es einen Log-Eintrag dazu gibt. Und ich kann mir Fotos anzeigen lassen vom Cache, was andere Cacher mit ihren Logs mit hochgeladen haben. Und schließlich kann ich den Geocache natürlich auch loggen und das mit verschiedenen Aussagen, zum Beispiel, ich habe den Cache gefunden, ich habe ihn nicht gefunden oder ich hinterlasse eine Anmerkung. Das sind alles Möglichkeiten. Das zum Cache-Listing. Also steckt ziemlich viel drin. Es ist sehr sinnvoll, das zu lesen, komplett. Dann erspart man sich die ein oder andere schlimme Überraschung vor Ort, wenn man vielleicht den Schnürsenkel vergessen hat, den man mitbringen sollte. Ja, also viel Spaß beim Cachen. Mich würde auch interessieren, was sind eure Lieblingslistings? Es gibt wirklich sehr schön gestaltete Listings, da kann man mit HTML noch sehr, sehr viel machen. Was ist das Listing, was euch am besten gefallen hat bisher? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, jetzt aber raus. Tolles Wetter. Bis bald im Wald.